Ja, hallo Alexander Schumann hier. Morgen ist schon wieder Montag, das ist heute ein neues Video. Und zwar mache ich heute mal einen Hummus. Das kennt ihr vielleicht nicht. Das ist so eine Erbsenpaste aus Kichererbsen. Und die schmeckt sehr, sehr geil. Die mag ich besonders gern, seit ich vegan lebe. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie die gemacht wird. Zum einen Zitronensaft, den habe ich eingefroren. Dann, was ich noch rein tue, das ist so eingelegter Paprika. Dann brauchen wir zwei Dosen Kichererbsen. Dann Tahini, das ist eine Sesampaste und einen Mixer. Mehr braucht man eigentlich nicht dafür. Und noch ein paar Gewürze, Kümmel und so Geschichten, aber das ist je nach Geschmack. So, dann testen wir nochmal den Hummus. Wunderbar cremig. Perfekt. Ja. Genau die Zutaten, wie ich gezeigt habe. Also wirklich sehr, sehr lecker. So, dann brauchen wir natürlich noch einen Dip. Ich habe mir gedacht, ich nehme Paprika. Die werden einfach gestiftelt und dann kann man sie reintunken und dann so sich gönnen. Ich mache mir auch noch Grünkohl dazu, also den frischen Grünkohl, und ja, dann schauen wir mal, wie das so ausschaut. So, der Hummus schaut dann, wenn er fertig ist, so aus. Und da kann man sich jetzt ein Stück Paprika nehmen, so reintunken und dann herrlich. Also das ist wirklich eines der besten Sachen, die man sich so vorstellen kann. Dann noch ein bisschen Grünkohl. Sehr fein, ja. Hummus ist auch sehr vielseitig, da kann man so ziemlich alles reintunken. Ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht so eine Maniokwurzel quasi frittiere, im Heißluftfritteuse, und dann Pommes drauf mache quasi. Aber heute mal Grünkohl und Paprika, das reicht auch. Ja, das war schon wieder für das Video. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr auch Hummus gerne mögt oder andere Rezeptvorschläge habt. Beim Rezept übrigens, das macht man nach Gefühl. Also der schmeckt jedes Mal ein bisschen anders, aber immer saugut. Ja, das war's für dieses Video. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst.